Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Arcania Gothic 4. Beim letzten Mal haben wir uns noch weiter in der Stadt umgesehen und haben uns auf die Suche nach Leowyn gemacht. Und ja, ich hatte ja gesagt, ich suche nochmal diesen letzten Händler. Allerdings habe ich nochmal nachgeguckt, wie er denn hieß. Und weil mir war der Name beim letzten Mal dann einfach entfallen. Und ja, der Name des anderen Händlers, bei dem wir nicht einkaufen sollen, ist Hirbo. Und bei Hirbo waren wir tatsächlich schon, das ist nämlich dieser Bäcker. Und ja, dementsprechend brauchen wir, gibt es keinen weiteren Händler mehr, den wir finden können. Ich hatte bei Händler halt tatsächlich gedacht, dass es wirklich ein anderer Händler ist. Ich führe die beste Ware für meinen besten Kunden. Ich habe noch gar nichts gekauft. Ja, ich glaube, bei ihm waren wir aber mit dem mitgenommen. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, haben wir das erledigt. Und ich war mir halt nicht sicher. Er hatte halt gesagt, es ist ein anderer Händler und nicht ein Bäcker, deswegen, ja. Haben wir das geklärt und dann können wir jetzt eigentlich mal gucken. Jetzt müsste ich bloß den Weg zu diesem Bogner zurückfinden. Warte mal, muss ich da nicht einfach nur durch Hirbos Haus durch? Und jetzt können wir mal gucken, dass wir die gute Leowyn finden und mal hören, was die uns so zu erzählen hat. Ich glaube, hier sind wir ganz gut. Genau, hier geht's zum Bogner. Da vorne ist der Bogner und da ist dieses komische Haus, von dem wir schon gehört haben. Wenn du es kaputt machst, hast du es gekauft. Alles klar. Dann machen wir hier doch mal auf, nach Möglichkeit jetzt mit dem Schlüssel. Tatsache, funktioniert. Habe ich mir doch fast gedacht. So. Leowyn. Da ist sie doch wahrscheinlich, oder? Hat Renwick dich geschickt? Nur zu, großer Krieger. Ich bin unbewaffnet. Bleib locker. Ich habe mit Winstern geredet. Winstern? Innoch sei Dank. Du hast Beweise, dass Renwick mit dem verfluchten König im Bunde steht? Ja. Ich habe Briefe entwendet, die es eindeutig beweisen. Meermund ist ein Mittelsmann. Alles klar, das ist interessant. Gut, bevor wir... Wenn das stimmt, was du sagst, werde ich euch Rebellen helfen. Genau, das hatten wir ja schon gesagt. Eieiei, aber ganz schön viel. Gut, als erstes mal, was das für Briefe sind. Was sind das für Briefe? Mehrere Briefe, die Lord Hagen an meinen Bruder Renwick geschrieben hat. Und ein Antwortschreiben meines Bruders, das Hagen nie erreichen wird, weil ich es rechtzeitig entwendet habe. Mhm, okay. Dann der Meermund ist der Mittelsmann und deswegen ist er jetzt verschwunden, oder wie? Ach so, Meermund soll der Mittelsmann von Robert III. Sein. Ich dachte jetzt, Meermund wäre auf der Seite der Rebellen. Meermund ist ein Mittelsmann von Robert III. Bist du da sicher? Ja. Er ist mit den Flüchtlingen aus Sonjara gekommen, aber wie ein Flüchtling kam er mir nicht vor. Dafür ging es ihm einfach zu gut. Das reicht wohl kaum als Beweis. Er hat verdächtig schnell mit Renwick Freundschaft geschlossen. Seither ist mein Bruder noch unausstehlicher als zuvor. Hertan hält Meermund jetzt gefangen. Bald dürften wir die Wahrheit aus ihm herausgepresst haben. Ach, so rum ist das, okay. Alles klar, gut, dann erzähl mir mal ein bisschen was über deine Brüder Renwick und Hertan. Erzähl mir mehr über Renwick. Er glaubt, weise zu handeln. Aber er ist schlichtweg ein schwacher, feiger Herrscher. Wir müssen ihn absetzen, bevor Meermund Stuart in einen Vasallenstaat Mythanas verwandelt. Ja, das wäre ja auch in unserem Sinne, ne? Wir wollen ja uns gegen den... Ja, wir wollen ja den König möglichst schwächen. Deswegen sind wir ja überhaupt auf dem Weg zu diesem komischen... zu diesem komischen Ort, wo diese göttlichen Waffen hergestellt werden sollen, um die Paladine, um die Paladine zu hindern, sich dort göttliche Waffen herzustellen, ne? Erzähl mir mehr über Hertan. Mein wahrer Bruder. Mutig und edel und vom Volk geliebt. Er kämpft mit aller Macht darum, Stuart vor Renwicks Verrat zu schützen. Klingt so, als sollte Hertan Baron werden. Das wird er. Er hat treue Männer um sich geschart. Gemeinsam werden wir Stuart retten. Ja, wenn ich euch nicht einfach alle umbringe, aber das will ich ja nicht, ne? Zeig mir die Briefe. Wenn das stimmt, was du sagst, werde ich euch Rebellen helfen, Renwick abzusetzen. Ich habe sie nicht mehr. Natürlich. Du hast sie nicht mehr? Nachdem ich sie gestohlen hatte, wurde ich von Renwicks Männern verfolgt. Ich habe die Briefe in eine Holzschatulle gesteckt und im Süden der Stadt über die Klippe ins Meer geworfen. Wenn Innos uns gnädig ist, wurde sie mittlerweile an den Strand gespült. Kannst du sie für mich bergen und zu Hertan bringen? Dann kann er den hinterhältigen Plan unseres Bruders endlich aufdecken. Ich berge die Schatulle mit den Briefen und bringe sie zu Hertan. Wenn ihr mir versprecht, dass ihr meinen Freund Diego aus dem Kerker entlasst, sobald ihr an der Macht seid. Das Versprechen gebe ich dir gern. Wenn du die Schatulle gefunden hast, findest du darin neben den Briefen auch einen Schlüssel zur alten Krypta.
Hertan wollte dort ein neues Versteck errichten. Der Ort gilt nämlich als verflucht. Dort werden uns Renwigs Schergen niemals suchen. Wo finde ich die alte Krypta? Sie liegt in den Bergen im Südosten unserer Baronie. Der Eingang befindet sich ganz in der Nähe eines alten sitarifischen Wachturms. Okay, alles klar. Gut, im Süden. Was, wir können nochmal mit dir reden? Hast du die Briefe schon gefunden und zu Hertan gebracht? Nein, noch nicht, aber ich bin dabei. Sieht man, ne? Okay, gut. Im Süden der Stadt hat sie die... Aber an dem Strand war ich, oh, vielleicht hat sie die danach, nachdem ich an dem Strand war. Also das ist jetzt der einzige Strand, der für mich in Frage kommt, wenn sie den im Süden rauswirft. Da können wir ja mal den Teleporter benutzen. Da bringt der wahrscheinlich auch was. Und wenn wir dann eh in den Südosten müssen, können wir uns dann gleich auch mal ein bisschen umsehen. Hier gibt es ja noch diesen einen Bauernhof ganz in der Nähe. Und wir können dann auch mal schauen nach... dem Hem, diesem einen, diesen einen Typen, den wir für den Alchemisten finden sollen, glaube ich, der dieses Experiment auf jeden Fall durchführen sollte. Jetzt bin ich falsch gelaufen. Ah, diese Stadt ist aber auch verwirrend. Da muss ich runter. Und dann gucken wir mal. Dann gehen wir nochmal an den Strand. Da sollte ja jetzt ansonsten nichts mehr groß rumkreuchen und fleuchen. Dementsprechend sollte das auch nicht ganz so schwer sein. Gut, wir haben Liowen gefunden. Weiß nicht, kann ich das ihr eigentlich noch sagen? Okay. Irgendwie, finde ich, verraten wir ja auch ein bisschen sehr viel von uns, kann das sein? Wir kennen die Frau überhaupt nicht. Da vorne sind noch die Felder, da will ich mich auch noch umsehen. Im Osten sollen wir Hem finden, das wird dann wahrscheinlich hier sein. Und im Südosten soll die Krypta sein, dann werden wir uns da noch ein bisschen umsehen. Da vorne läuft jemand rum mit einem Bogen. Sieht man auch nicht alle Tage, deswegen fragen wir mal, wer das ist. Ich bin beeindruckt. Tach, kenne ich dich nicht? Hallo. Was machst du hier? Die Jägerschlucht ist dicht und ich komme nicht ins Bluttal. Dann endet man eben hier, in Stuark. Kennst du dich in der Gegend hier aus? Außerhalb von Stuark, klar. Hier gibt es vor allem Farmland und Plantagen. Und noch ein paar andere Dinge. Andere Dinge? Was meinst du? Die Gegend hier ist durchzogen von Höhlen, über die man sich nichts Gutes erzählt. Nun, ich bevorzuge sowieso den freien Himmel über dem Kopf und halte mich lieber von düsteren Gewölben fern. Was erzählt man über die Höhlen? Die Leute hier glauben an einen alten Fluch. Und an Untote, die die Höhlen durchstreifen. Vielleicht ist das ja alles nur Aberglaube. Wer weiß. Ich werde jedenfalls nicht prüfen, ob es stimmt. Sondern? Was hast du jetzt vor? Ich werde erst einmal Ricklin suchen. Dann finden wir sicher einen Weg, wie wir hier wegkommen. Wer ist Ricklin? Mein... Ja, wir wollen bald heiraten. Er ist also dein Geliebter? So ist es. Er gehört wie ich zu den Waldläufern und sollte den Norden von Stuark erkunden, während ich mich um die Gegend weiter im Süden gekümmert habe. Und wo steckt Ricklin jetzt? Wenn ich das wüsste. Sorgen mache ich mir schon, wegen der Rebellen und all den anderen Geschichten. Die Region ist ja ziemlich in Aufruhr. Ricklin wird auch nicht bei den Rebellen sein, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wäre ja schrecklich. Man kann nie wissen. Ich werde jedenfalls ein Auge offen halten. Das kann nicht schaden. Ich werde mich auch umschauen. Alles klar, okay, gucken wir mal. Ich meine, wir sind ja eigentlich eher Freund der Rebellen gerade. So, dann benutzen wir mal den guten Teleporter. Dann sollten wir ja zurückkommen zu dem einen Hof, an dem wir ganz am Anfang angekommen waren. Und dann können wir uns mal auf jeden Fall Okdars Hof ja auch ein bisschen ansehen. Der Typ, der ja, wie wir beim letzten Mal gehört haben, irgendwelche Schreine bestellt aus Bakaresch und sonst wie. Was ich ja schon etwas seltsam finde, wenn ich das mal sagen darf. So, dann einmal schnell sprinten. Und gucken, ob das Ding hier inzwischen irgendwo angespült wurde. Die Sache mit den Briefen. Oh, Tach. Hier lebt ja doch wieder was. Dann könnte ich mir fast denken, dass hier wirklich was angespült wurde. Weiß gar nicht, lebten hier vorher auch Blutfliegen oder sind die jetzt... Na toll, voll getroffen. Oder sind die jetzt neu? Weiß es gerade gar nicht. Also ich weiß, wir hatten hier die stinknormalen Viecher, die sich in Schildkröten verwandeln. Die Strandkriecher. Ja, gucken wir mal. Also wenn sie es da irgendwo runtergeworfen hat, sollte es ja, wenn, dann hier irgendwo angespült werden, oder? Wäre jetzt mal meine... Vermutung. Aber dem muss ja auch nicht so sein. Na gut, schauen wir mal. Suchen wir mal den Strand ab und hoffen,
Wenn es nicht ist, weiß ich nicht, was wir machen sollen. Dann müssen wir uns wohl oder übel gegen die Rebellen stellen. Mal gucken. Vielleicht da bei dem Schiffswrack, dass es da irgendwie hängen geblieben ist. Kann natürlich auch sein. Irgendeine von diesen Kisten hier. Nee, das ist alles eher Treibgut. Da vorne. Ist das so ein Strandkriecher wieder? Oder sind das... Ah, warte, da. Ich glaube, da ist was. Jo, Strandgibbler. Vielleicht zwei von euch. Achso, nee, es gibt einen Strandgibbler und einen Strandkriecher, alles klar. Ja, von mir aus. Holzschatulle, sehr schön, haben wir sie doch. Da haben wir auch gleich den Schlüssel, sehr schön. Dann können wir jetzt die Rebellen suchen, gucken wir mal, wo die sich genau aufhalten. Das können wir ja auch noch nicht so sicher sagen, also in irgendeiner alten Krypta. Die müssen wir ja aber auch erstmal finden und ich würde sagen, das ist dann jetzt ein guter Zeitpunkt, um uns mal so ein bisschen hier auch auf Octas Hof und so weiter umzusehen. Ich meine, der soll ja ganz gut Geld haben, vielleicht können wir da uns ein bisschen was dazu verdienen. Und diesen Hemm müssen wir auf jeden Fall auch noch finden. Also was heißt müssen, würde ich halt ganz gerne noch finden. Huch, da ist noch eine tote Blutfliege gewesen. Die habe ich nicht gelootet, wie kann ich nur... diesen Hemm wollen wir auch noch finden. Da ist ja auf jeden Fall eine Höhle gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher. Da habe ich ja beim letzten Mal gesagt, wir gehen erstmal nach Stuag und gucken uns um. Aber dann können wir die uns jetzt ja angucken. Vielleicht ist das auch schon die Krypta. Weiß nicht, aber wir haben ja einen Schlüssel zur Krypta. Das wäre komisch, das muss ja irgendein abgeschlossenes Gebiet sein. Vermute ich mal. Und ich hoffe auch, die Rebellen töten uns dann nicht einfach, wenn wir da ankommen. Aber wenn wir die Briefe haben. Sind das schon wieder solche Belia-Kultisten? Greifen die mich an? Jetzt gibt's aufs Maul. Alles klar. Ich war mir nicht sicher. Ich wollte erst mit ihnen reden. Alles klar, wenn du meinst. Ich wollte mal eigentlich gerade mal den Zauber ausprobieren. Mist, da war ich zu langsam. Ah, die hauen schon ganz gut rein, die Typen. Aber geht. Warum hat er seine Armbrust gerade nicht benutzt? Die haben doch Armbrüste. Naja, gut. So. Mal ganz kurz ein bisschen hier was zu futtern reingehauen. So. Zack. Dann gucken wir mal, was die hier gemacht haben. Hier gibt es eine Menge Belia-Kultisten. Was machen die denn alle hier? Würde mich ja mal interessieren. Warum sind hier so viele von denen? Schinden. Muss ich echt mal ausprobieren. Die haben aber auch keine coolen Waffen mal dabei. Aber gut, immerhin Zauber. Ist das Obsidian? Braucht man bestimmt mal irgendwie zum Schmieden. Da steht ja noch einer. Dich fress ich zum Frühstück! Okay, ich war jetzt schon verwundert, warum der mich noch nicht angegriffen hatte. So, dann probieren wir mal Schinden aus. Das ist wie Blitz, wahrscheinlich nur eine etwas stärkere Variante. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Oder eine ähnlich stärkere. Oder es hieß schon immer Schinden und ich habe noch nicht aufgepasst. Geringer Mana-Trank. Ja gut, haben wir hier halt ein paar Belia-Kultisten getötet. Warum nicht, ne? Haben die hier was geopfert? Wie der Typ es aber überhaupt nicht gerafft hatte gerade. Und zack. Mehr Schinden und eine Opferklinge. Da kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Na gut, okay. Haben wir halt ein paar Belia-Kultisten nebenbei mal noch erledigt. Warum auch nicht? Hier geht's auch nicht weiter. Na, von mir aus, dann ist das die Höhle gewesen. War da gerade noch was? Ah, eine Armbrust. Dann gucken wir uns jetzt mal noch auf Octans Hof um. Octan hieß der doch, ne? Und gucken mal, vielleicht hat der noch eine Aufgabe für uns. Vielleicht finden wir dann auch irgendwo noch hier Hemm, der sein komisches Experiment durchführen soll. Und irgendwo muss ja auch noch die Krypta sein. Wir haben genug zu tun jetzt hier im Außenbereich. Mit Stuag oder in Stuag sind wir ja jetzt erstmal soweit ganz gut durch. So, dann gucken wir mal auf den Hof hier. Fragt sich, ob hier auch alles... schön ist oder ob hier irgendwelche Viecher rumlaufen. Bienenstock. Was ist das? Ah, ein Ogerblatt. Braucht man wahrscheinlich für Ausdauertränke. Kann ich jetzt mal, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich lasse die Bienenstöcke erstmal sein. Vielleicht ist das gleich eine Aufgabe, die wir machen sollen. Weiß nicht, ansonsten wüsste ich nicht, wofür ich einen Bienenstock brauche. Ja. Ach, das sind wieder diese komischen Strandkrabbler, ne? Diese Feldkrabbler. Die null gefährlichen Viecher. Und ein Hase. Nein, den lasse ich mal leben. Oh, und da sind aber auch auf jeden Fall Feldräuber.
Na, komm her. Ach, komm schon. Ach, jetzt geht das wieder los, ehrlich. Komm schon her. Danke. Erledigt. So, da vorne ist, glaube ich, da ist auf jeden Fall Licht. Da wird dann ja wahrscheinlich das Haus von Ogdan, dem Händler, sein. Ah, hier sind ein paar Feldräuber. Ah, kommt mal her. Ah, der war nicht so gut. Ich wollte eigentlich den Kopf treffen. Ach, komm schon. Und zack. Hauptsache, du rennst erstmal gegen den Stein. So, erledigt. Und jetzt den da hinten gleich noch mitnehmen. Du hast hier ein paar Probleme mit Feldräubern auf deinen Feldern, habe ich das Gefühl, mein Freund. Vielleicht werden wir dafür ja bezahlt dann noch. Sehr schön, das war jetzt aber ein Kopftreffer, oder? Ich brauche auf jeden Fall mal eine neue Waffe. Also nicht, dass ich was gegen das leuchtende Beil hätte. Saurer Apfel, okay. Nicht, dass ich was gegen das leuchtende Beil hätte, aber irgendwie, also auch nicht vom Schaden her. Vom Schaden her ist die auch noch ganz gut, aber irgendwie hätte ich mal langsam was anderes gerne. Ich hätte den Zweihänder damals nehmen sollen. Naja, gut. Selbst schuld. So. Da vorne ist Licht. Ich hoffe mal, da lebt Ogdan. Ah ne, da unten ist ein Haus. Was ist denn dann da vorne? Ist da vielleicht die Kapelle, die ich suche? Ist das da noch so ein Bienenstock? Na, vielleicht nehme ich den auch einfach mal mit. Warum auch nicht? Zum Glück tun uns die Bienen ja scheinbar nichts. Wo geht's hier denn lang? Ach, wieder Felskrabbler. Alte Krypta, ach guck mal, und da geht's zum Silbersee, da wollen wir ja hin. Aber da kommen wir ja nicht durch, weil uns der Passierschein fehlt, ne? Genau, hier ist zu. Würde uns wahrscheinlich auch... Hier kommt nur durch, wer einen Passierschein hat. Alles klar, hast du vielleicht auch was zu tun für mich? Halt! Ja, die Sache ist... Ich will zum Silbersee. Es herrscht Krieg. Ohne die Erlaubnis des Barons kommt hier keiner durch. Ja, ja. Das ist aber dringend. Keine Erlaubnis. Kein Durchgang. Ja, ja, habe ich schon. Ja, ich weiß, wo ich den Baron finde. Das brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht erfragen. Ich meine, wir haben ja schon gehört, dass wir einen Passierschein brauchten. Schon allein deswegen haben wir es gar nicht erst versucht. So, hier war aber gerade noch so ein Feldräuber irgendwo. Zur Krypta gehen wir dann gleich. Ich will aber erstmal zu diesem Ogdan gehen. Das wäre echt schön. Was sind das denn? Ach, das sind Scavenger. Na, guck mal einer an. Toll. Schön am Kopf vorbei. Oh, die scheinen ein bisschen stärker zu sein als die restlichen Viecher hier. Blöden, aasfressenden Vögel. Oh, das waren schon 6, ne? Gar nicht mitgekriegt. Aha, daneben. Ey, die halten da echt was aus. Die halten echt gut was aus, die Viecher. Das muss man ihnen lassen. Okay, vielleicht wird es doch langsam Zeit für eine etwas bessere Waffe. Wenn ich jetzt schon merke, dass ich schon so eine Probleme mit solchen Scavengern kriege, dann will ich gar nicht wissen, wie das erst später wird. So, bist du Ogdan? Oktar, nicht Ogdan. Willkommen auf meiner Farm. Wie ich sehe, bist du unversehrt. Wieso sollte ich nicht unversehrt sein? Wegen der Feldräuber, die meine Felder plündern. Meine Knechte trauen sich gar nicht mehr über die Schwelle, die Feiglinge. Kannst du mir helfen? Na klar, kein Problem. Hauptsache, ich werde gut bezahlt. Feldräuber sind für mich kein Problem. Danke, Fremder. Es soll dein Schaden nicht sein. Okay. Oh Gott, da sind ja noch ein paar auf den Feldern, ey. Haben erst 4 von 10 getötet. Die Felder sind auch groß. Hier war doch aber gerade noch irgendwo eine Frau. Mit der wollte ich auch schon mal reden, wenn wir schon mal hier sind. Ist die hochgegangen? Kann sein, ist ja immerhin nachts. Knechte. Ach, da ist die Frau. Das Essen wird langsam knapp. Ist da was? Es wurde gesagt, der Typ hat so viel Geld. Dann nehmen wir uns das Geld mal. Da wird sie nicht, oder wird er sich nicht darum kümmern, wenn hier ein bisschen was verloren geht. So, dann gucken wir mal. Schauen wir mal und wir... Will auch gleich mal gucken, hier im Osten soll ja irgendwo Hem auch sein. Da sind Scavenger, um die können wir uns ja auch gleich kümmern. Gibt zwar kein Gold, weil wir für die Viecher nicht bezahlt werden. Oh, sehr schön, ich habe den Scavenger rausgelockt.
dachte, jetzt kommen die alle wieder an. Oh, sehr schön. Und ein Stufenaufstieg. Dann gehen wir jetzt mal hier rauf, um das alles wieder in so einen Bereich zu bringen. Da kriegen wir, haben wir jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen Vitalität gekriegt. Sehr schön. Komm mal her, du blöder Skaven. Oh, da sind zwei. Rechts ist auch noch einer. Sehr schöner Treffer. So, solange diese Scavenger nicht richtig angreifen. Ja, die sind aber machbar. Ich meine, alles, was die können, ist viel aushalten und wahrscheinlich auch ganz gut austeilen, vermute ich mal. Aber gegen meine Ausweichskills ist das natürlich nichts. So, dann würde ich sagen, bewegen wir uns erstmal so ein bisschen auf dem Feld herum. Gucken nach diesen ganzen Feldräubern. Weiß nicht, soll ich die Bienenstöcke mitnehmen? Ich habe fast das Gefühl, dass wir die später noch brauchen könnten für einen Folgeauftrag. Dann könnten wir das nebenbei mal schon mitnehmen. Oh, Tag auch. Na, du hockst ja hier sehr gut. Und zack. Ja, sonderlich schwer sind diese Viecher nicht. So, das war der fünfte. Ach, die blöden Krabbler wieder, ey. So, da habe ich aber noch ein Feld... Boah, noch mehr, ehrlich. Danke. Da habe ich noch einen normalen Feldräuber gesehen. Ich glaube, der zählt leider nicht zu denen der Quest, oder? Du rennst aber komisch, mein Freund. Was bist du? Ein Krebs? Dass du so seitlich rennst. Vielleicht brauchen wir die Bienenstöcke aber auch nicht. Das kann auch sein. Ich frage mich zwar immer noch, wie wir einfach so einen Bienenstock in die Tasche stecken können, aber naja. Hey, mehr saure Äpfel. Warum nicht? Vielleicht können wir daraus irgendwann mal was machen. So, da hinten sehe ich noch Feldräuber. Ich glaube, ich sollte die Felder, die sind ja echt ein bisschen größer, ein bisschen cleverer abgehen. Dass wir hier das Ganze ein bisschen besser abarbeiten und nicht fünfmal am gleichen Ort entlanglaufen. Weil ich mir dachte, es wäre eine coole Idee, wenn ich immer kreuz und quer einfach nur laufe, ohne wirklichen Plan. So, ab wo beginnen die Felder? Da sind noch Scavenger. Hier ist echt viel los auf den Feldern, ey, muss man ja mal sagen. Der hat hier nicht nur Probleme mit Feldräubern, möchte ich meinen. Ich glaube, da habe ich gerade wieder einen Bienenstock genommen. Wisst ihr was, ich nehme die jetzt sicherheitshalber mal mit, falls wir die brauchen gleich. Dann haben wir das auch schon abgeschlossen und brauchen dann nicht nochmal über die Felder rennen. Alter, und Feldkrabbler sind ja auch überall. Also nur zu sagen, du hättest Probleme mit Feldräubern, ist ja wohl leicht untertrieben, mein Freund. Schlafen die Scavenger eigentlich des Nachts? Ich glaube nicht, schade. Toll. Ich weiß nicht, komme ich überhaupt so weit? Ich glaube fast nicht. Oh, doch. Kommen die über den Zaun? Ah, die kommen einfach über den Felsen, alles klar. Na gut. Ah, ist nicht unlogisch. Das wollte ich nicht sagen. Vor allem, die Scavenger sind auch immer in Zweiergrüppchen unterwegs. Während die Feldräuber ja immer alleine unterwegs sind. Durch die Scavenger... Was? Alter, der Angriff war doch schon durch und der hat mich noch getroffen. Warum? Naja, gut. Ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Die machen ja kaum Schaden. Sind echt schon sehr stark, habe ich das Gefühl. Ach, ein Hase wieder mal. Oh, noch mehr Scavenger. Tag auf. So, erstmal den einen fertig machen. Und nicht am Baum festhängen. Ja, ist schon sehr einfach, weil man kann seine Schlag... Also, solange die halt keine Schläge aufladen, kann man halt seine Schlagkombination bis zum Ende durchziehen, ohne dass die Gegner wirklich was machen können. Ich weiß natürlich nicht... Ach, guck mal, doch, die pennen doch, die Scavenger. Sehr schön. Scheinbar nicht alle, aber zumindest ein paar. Ich weiß nicht, wie das dann mit eventuellen Zweihandwaffen wird. Wenn ich dann ja, wie gesagt, einen großen Zweihänder finde, können wir das ja mal ausprobieren, ob der auch schnell genug die Angriffe verketten kann. Dass der... Oh, jetzt kommen mal zwei Feldräuber, hä? Oh, jetzt habe ich mir gleich noch einen dritten angelockt, oder was? Dass der die Angriffe schnell genug verketten kann, dass man prinzipiell keine Probleme hat. Die Frage ist jetzt ganz ehrlich... was war jetzt die Frage? Ne, und genau, die andere Frage ist, die ich mir stelle, ob ich auch sechs...
Combo oder meine Combo auch auf 6 erhöhen kann. Ich habe den da hinten echt getroffen, als ich aus Versehen dahinter geschossen habe. Ob ich meine Angriffskombo auch auf 6 erhöhen kann mit Zweihandwaffen oder ob die da kürzer ist. Irgendwie meine ich sowas gelesen zu haben bei einem der Skills. Bin mir auch nicht 100% sicher. Also ich glaube, jetzt dürfte es nur noch ein Feldräuber sein, ne? Das sieht gut aus. Wisst ihr, was wir eigentlich auch mal machen können, wenn es schon Nacht ist? Das habe ich irgendwie noch nie gemacht. Haben wir sowas? Ja, Fackeln. Komm, nehmen wir einfach mal ein paar Fackeln hier. Irgendwie benutze ich diese Rune ja doch nie. Irgendwie bringt das Licht aber auch nicht viel, muss ich sagen, dieser Fackel. Ja gut, was erwartest du? Es ist halt... Was war denn hier gerade? Ach, ein saurer Apfel. Was erwartet man? Es ist Nacht, ne? Ich meine, in der Höhle mag das ja noch was bringen, aber... Hier dann nicht so. Da steht jemand. Ach, ist das vielleicht dieser Hem da oben? Der mit dem Experiment. Ist die Fackel jetzt einfach runtergefallen? Ach, ist ja schade. Nee, ich habe sie wieder eingesteckt. Ich habe sie nämlich noch dabei. Hier ist trotzdem noch das Licht. Sehr schön. Aber das da vorne scheint dieser Hem zu sein. Mit dem können wir ja eigentlich dann auch mal eine Runde reden. Also denke ich mal, dass das dieser Hem ist. Wer sollte denn sonst hier irgendwie außen rum hocken? Tach. Machst du hier das Experiment? Moment mal, was willst du hier? Ich habe gehört, du machst hier verbotene Experimente. Wie bitte? Was? Wer sagt das? Von verboten war noch nie die Rede, wollte ich sagen. War ein Spaß. Meister Vorgan schickt mich. Was macht das Experiment? Nun, das läuft nicht so wie gedacht. Ich sollte Pflanzen mit einem Mittel präparieren und dann Fleischwanzen verfüttern. Wir wollten danach ihre Lebern untersuchen. Aber dann kamen die Feldräuber. Und? Sie haben die Pflanzen und die Fleischwanzen gefressen. Jetzt randalieren sie auf den Feldern da unten im Süden. Meister Vorgan wird außer sich sein vor Wut. Das war's dann wohl mit dem Experiment. Nun, vielleicht kann Meister Vorgan etwas mit den Lebern der Feldräuber anfangen. Das Mittel haben sie ja gefressen. Okay, jetzt sag mal ganz kurz, Fleischwanzen haben Lebern? Also ich meine, gut, es sind jetzt keine Tiere, die in unserer Welt existieren, deswegen kann ich da vielleicht nicht so viel drüber sagen, aber würde mich doch wundern, wenn solche kleinen Tiere eine Leber besitzen. Also soweit ich mich erinnere, haben Insekten keine Leber, aber von mir aus. Dann viel Spaß. Ich gehe schon mal los und erstatte Meister Vorgan Bericht. Halt! Warte! Geh nicht! Was ist denn jetzt los? Du bist doch bewaffnet. Schau mich an, was soll ich tun? Also gut, ich soll die Feldräuber umbringen. Habe ich das nicht gerade gemacht? Was soll's? Ich bring die Feldräuber für dich um. Wie viele Lebern brauchst du? Alle? Vielleicht sollte ich aufhören, Fragen zu stellen. Wo sind die Feldräuber hin? Sie sind die Felswand runter. Die Felswand? Ja, da im Süden ist ein Pfad zur Scheune. Da sind sie runter. Da im Süden ist ein Pfad zur Scheune, alles klar. Was für ein Experiment sollte das hier überhaupt werden? Meister Vorgan will ein Gift gegen Feldräuber entwickeln, das für Menschen harmlos ist. Gutsherr Okta ist sehr an den Ergebnissen interessiert. Wir haben natürlich mit Fleischwanzen angefangen. Die sind weniger gefährlich. Dann ist das Experiment ja besser gelaufen als geplant. Machst du Witze? Es ist eine Katastrophe! Ist das Mittel nicht ohnehin für Feldräuber gedacht? Jetzt könnt ihr die Wirkung direkt an den Mistviechern testen. So habe ich das noch nicht gesehen. Du hast recht. Okay. Alles klar. Also ich soll jetzt die Felswand runter. Da unten. Wow. Oder was meint er mit Felswand runter? Bin jetzt gerade nicht so ganz dabei. Mal ganz kurz schauen, was steht denn hier dazu? Töte die tobenden Feldräuber und sammle ihre Lebern ein. Jetzt ist die Frage, sind die wirklich ganz darunter? Oder sind die hier auf dem Hof? Ach, hier ist ein Weg. Ich glaube, den meint er. Hier werden die dann wahrscheinlich sein. Dann kümmern wir uns darum mal ganz kurz noch. Bevor wir den anderen Auftrag zurückbringen. Na, sag mal, was ist denn hier los? Ah, das finde ich auch nicht so schön, wenn man hier nicht mal den Weg herunterkommt. Gucken wir mal, dass wir die Tobenden finden können. Ich will mir mal ganz kurz interessieren, wo sind wir jetzt eigentlich auf der Karte? Ah, hier, guckt mal. Hier geht's, glaube ich, dann zur Krypta. Hier geht's, glaube ich, zum Silbersee den Weg. Hier könnten wir uns mal noch angucken. Und hier ist scheinbar noch ein Weg. Mal gucken. Ich würde mir schon gerne eine ganze Menge erkunden, weil ab und an gibt's ja... Vergessen es gerade. Ach, guck mal. Weiteres dieser Runenbruchstücke. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht glaube, dass wir alle finden werden. Aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir es ja auch mitnehmen. Weiß nicht gerade, wofür Sonnenbären sind, aber für irgendwas werden sie schon zu gebrauchen sein. So, wo sind denn diese tobenden Feldräuber jetzt hier? Müssen doch hier irgendwo sein.
Hallo? Ah, da ist einer, oder? Ja. Da sind einige. Gut, es sollen ja mehrere sein. Alle, ich weiß nicht, wie viel waren es? Keine Ahnung. Stand gerade zumindest in der Questbeschreibung. Er sagte ja nur alle. In der Questbeschreibung stand, wie viele es sind. 5. Na gut. Das kriegen wir hin. Das ist mehr als machbar. Oh, jetzt kommen tatsächlich auch mal mehrere. Das ist ja neu. Ist ja bisher nicht passiert. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, wenn die ihren Charge-Angriff zwischendurch machen. Könnte das ein Problem werden. Ja, genau deswegen. Wenn ich mich auf einen konzentriere. Okay, das war gut. Das war richtig gut. So. Und jetzt du. Ach, komm schon. Gehst du mir gerade auf den Sack. Wenn die immer ihren blöden Charge-Angriff machen, dann kommt man halt gar nicht dazu anzugreifen, weil die halt auch immer so weit weglaufen und man mit gezogenen Waffen so langsam ist. Ach, da unten steht der Typ jetzt auch. So, einer noch. Alles kein Problem für mich, ganz ehrlich. Das kriege ich doch mit Leichtigkeit hier hin. So, und dann war's das jetzt auch mit dir. Ich habe die ganze Zeit nicht geguckt. Ich krieg doch gar nicht die Lebern. Ach, die kriegt man wahrscheinlich wieder automatisch, wie damals bei den Hirschen, ne? Sobald ich die Viecher töte. So, hier, bitte. Hallo. Oh, der Meister wird toben. Ja, ja, hier, bitte. Was sind deine Lebern? Wunderbar. Das wird Meister Worgan hoffentlich besänftigen. Bringst du sie ihm? Natürlich. Wenn ich jetzt auftauche, verdrischt er mich, bevor ich alles erklären kann. Lass dir ein paar Eier wachsen, Junge. Lieber nicht. Sonst tritt Meister Worgan noch auf sie drauf. Na schön. Ich bring ihm die Lebern. Für den Konter hat er sich verdient. Ja gut, das machen wir aber, wenn es dann soweit ist. Jetzt würde ich sagen, laufen wir erstmal wieder hoch. Und ich würde ganz gerne in der Folge auf jeden Fall noch den anderen Auftrag abgeben. Mit den Feldräubern auf den Feldern. Ja, ach nee. Aber auf den von Oktars Feldern. Denn ich erhoffe mir da eine kleine Belohnung. Und dann werden wir wahrscheinlich, ja, als nächstes die Krypta aufsuchen. Oder ich mache erst diese beiden restlichen Wege. Nee, ich denke, dann suchen wir erstmal die Krypta auf. Die restlichen Wege können wir ja immer noch erkunden. Die laufen uns ja nicht weg. Vielleicht müssen wir dann eh noch hin. Ich weiß ja nicht, was die Rebellen noch so alles von uns wollen. Oder ob dann gleich heißt, okay, jetzt alles geschafft. Fertig. Schluss aus. Fertig. Ach, das sind diese Feldkrabbler wieder, ey. Die sind halt einfach nur nervig, ne? Die sind halt in keinster Weise gefährlich. Och Mann, ich wünschte, diese blöde Rune würde länger halten, diese Rennrune. Das stört mich ja am meisten. So, jetzt wollte ich nochmal gucken. Wir haben hier den Weg, den wir noch auf jeden Fall dann gehen, oder den ich gehen will. Den Weg zur Krypta und den Weg da nach oben. Und hier ist irgendwo noch eine Höhle, wie es aussieht. Hier sind mehrere Höhlen. Ich glaube, das ist jedes Mal eine Höhle. Da waren wir, also wir waren auf jeden Fall in der Höhle, aber in den beiden Höhlen noch nicht. Da müssen wir uns auch mal umsehen. Schauen wir mal. Würde mich auf jeden Fall auch noch interessieren. Jetzt geben wir erstmal den Auftrag ab und dann gucken wir erstmal wieder zu den Rebellen. Eins nach dem anderen, ne? Man muss ja auch Prioritäten setzen. So, der pennt hier erstmal. Hast du die Feldräuber schon von meinen Feldern verjagt? Ah, sowas von. Die Feldräuber sind tot. Ich danke dir, Fremder. Deine Belohnung hast du dir redlich verdient. Ich kann es kaum erwarten, meine faulen Knechte zurück aufs Feld zu jagen. Sehr schön. Ansonsten? Und? Noch andere Probleme? Der karge Boden, das Wetter, die faulen Knechte, das Übliche. Der Krieg interessiert dich nicht, was? Krieg hier, Krieg da. Was soll ein einfacher Mann wie ich machen? Ich will meine Ernte einbringen. Wer sie dann kauft, ist mir egal. Hast du keine Angst vor Robar? Robar? Der bekloppte König? Ich habe mehr Angst vor dem nächsten Hagelsturm. Das sind doch alles nur Geschichten. Geschichten, Robar gibt's überhaupt nicht. Gut, dann hätten wir das erledigt und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's dann ab zu dieser Krypta, die hier irgendwo sein soll. Und dann gucken wir mal, ja, dass wir den Rebellen helfen und dann eventuell auch unseren Passierschein kriegen. Aber ich würde sagen, das alles erst in der nächsten Folge von Let's Play Arcania Gothic 4. Bis dahin, ciao.